Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Zunehmend flüchten die Medien und vor allem die Experten, die Ärzte, die Rechtsanwälte auf die Seite der Wahrheit und berichten zunehmend Fakten zum Thema Corona. Das ist schön. Es ist umso peinlicher, dass die gestellten Fragen, die dann kommen von diesem Publikum, von unseren Politikern nicht beantwortet werden können und auch nicht beantwortet werden wollen. Die sonnen sich immer noch in ihrer Macht, in ihrem Umfeld. Sie glauben immer noch, sich mit ihren Verordnungen retten zu können. Ich glaube, nichts davon wird irgendwie Halt bieten. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auf Untreue gegenüber der Bevölkerung letztendlich auch Gefängnis steht. Das kann ich mir vorstellen, jawohl. Sie haben sich zu verantworten gegenüber der Bevölkerung. Die ersten Kinder sind gestorben durch falsche Anwendungen von Masken, durch Übergehorsam, durch Blockwartenmentalität, durch Neofaschismus. All das, was wir zurzeit hier sehen, was völlig unverhältnismäßig genannt werden muss. Die Maßnahmen gegen Corona sind ein Witz. Sind ein absoluter Witz. Sie sind ein völliges Chaos. Es kommt zum falschen Zeitpunkt die falsche Maßnahme. Es wird nicht vernünftig darüber diskutiert. Karl Lautsprech, Dummsprech, sonst wie was. Ja, sorry, muss ich jetzt ausnahmsweise mal so formulieren, weil diese Socke geht mir wirklich sowas von auf den Sack. Ich habe ARD seit Wochen abgeschaltet. Ich gucke da gar nicht mehr hin. Das kann ich jedem anderen auch nur empfehlen. Gucken Sie lieber in die Beschreibung dieses Videos. Da habe ich viele wertvolle Informationsquellen zum Thema genannt. Und wenn Sie die durchgearbeitet haben, dann sind Sie auf dem aktuellen. So, also das Hauptthema, glaube ich, ist im Prinzip, wie gefährlich ist Corona, kann es nochmal zu so einem Problem kommen, was wir da im Frühjahr hatten. Meine klare Antwort darauf ist nein. Ich schließe mich da Tausenden von Experten an, die das genauso sehen. Und das ist auch logisch, weil die liefern auch die Fakten dafür, warum es völlig unmöglich ist. So, muss man sich nur angucken. Frau Merkel will sich das nicht angucken. Frau Merkel ist Teil der großen Transformation und des The Great Reset und wir wissen nicht, was die da hinter den Kulissen geplant haben, was sie da machen wollen, aber dass das der eigentliche Plan ist, ist völlig klar, weil ansonsten wird sie sich um Herz-Kreislauf-Krankheiten, um Krebserkrankungen, um Antibiotikaresistenzen kümmern, einen echten Gesundheitsminister einsetzen und keinen Pharmalobbyisten. Und das sind unzumutbare, unhaltbare Zustände. Diese ganzen Notverordnungen kommen weg, und zwar in ein paar Tagen, wenn ich mir das wünschen dürfte. Gut, die werden sich mit Händen und Füßen wehren, die wehren sich mit ihrer Polizei, die wehren sich gegen die Demonstration, die behaupten, die Querdenker-Szene wäre irgendwas Böses. Sorry, dort sammelt sich die Intelligenz dieses Staates, dort sammeln sich Rechtsanwälte, Lehrer, ja, Ärzte vor allen Dingen, Professoren, die großen Denker von Deutschland sind mit dabei. So. Und die Zwielichtigen und Drittklassigen und finanziell Gebeutelten, die sich das heute noch nicht leisten können, die werden morgen Ausreden erfinden, warum sie nicht dabei waren und dann sagen, ja, eigentlich war ich ja auch schlau und ich wusste das ja eigentlich auch, aber ich habe nur vorsichtshalber mal die Klappe gehalten, weil mein Haus noch nicht bezahlt ist, weil mein Auto noch nicht bezahlt ist, weil ich negative Konsequenzen für mein Kind erwartet habe. Was? Das soll eine gültige Ausrede sein? Nein, es ist keine gültige Ausrede. Wenn ein Arschloch so eine Ausrede bringt, ist er auf jeden Fall schon mal ausgeladen zu meinem nächsten Familientreffen, ja? Egal, ob das irgendwie ein enger Verwandter ist oder nicht. Mit solchen Leuten kann ich nicht mehr reden. Für solche Leute kann ich nicht mehr arbeiten. Für faktenresistente Arschlöcher kann ich keinen Finger mehr krumm machen. Für diese Neo-Stasi, ja, für diese Kriecher habe ich überhaupt nichts mehr über. Die machen mich krank. Die machen mich völlig krank.
Und wenn ein Chef von mir dann sagt, guck dich doch mal an, gib doch mal ein paar Suchbegriffe dazu im Internet ein. Was bist denn du für einer, dass du so denkst? Geh doch mal zum Psychologen. Sag ich nur, sorry. Wenn sich zwei Leute scheiden lassen, ein Ehepaar, dann haben daran zwei Leute Schuld. Und ich bin nur das Symptom. Ich bin die Reaktion auf das, was mir zugemutet wird. Und die Aktion kommt von unserer Regierung. Der Auftrag, Leute zu denunzieren, zu diskriminieren, auszugrenzen, die Bevölkerung zu spalten, zu herrschen mit diesem Spaltungsmechanismus. Das sind alles Ideen von Frau Merkel, da bin ich mir ziemlich sicher. Sie ist die Spezialistin für Agitation und Propaganda in der FDJ gewesen. Und was man einmal gelernt hat, das behält man sein Leben lang. Das kann sie auch heute noch. Kann sie wunderbar. Und das Schöne aber an Agitation und Propaganda ist, wenn sie einmal aufgeflogen ist, dann ist sie aufgeflogen. Wenn es jeder sieht, dann ist es vorbei. Und Frau Merkel, es ist vorbei. Es ist definitiv vorbei mit dem Merkelismus. Egal, was danach kommt. Sie spielen keine Rolle mehr, Frau Merkel. Sie nicht.